Wir sind drin. Ich erfasse den CNI-Transponder des Captains. Bisher keine Verteidiger. Was? Keine Allianztruppen? Sind die etwa alle picknicken gegangen? Das war ein guter Game. Das sind alle Türen. Oh, zu. Da ist einer mit. Verdammt! Ach komm! Wie ich aber auch daneben schieße, zweimal an sein linkes Ohr vorbei. Da hab sogar sein Ohr getroffen. Jetzt kommt er da. Ja. Nein, der kommt von hinten! Verdammt! Ich hab mich schon gewundert. Hä, warum schreien die denn schon? Oh, da. Nee? Nein, der ist schon wieder hier. Ah, oh, Donnerwetter. An die Stelle ist mir gar nicht so schlimm in Erinnerung. Wo ist er denn? Da. Oh Gott. Wird. Ey, Mann, das ist in Ordnung. Also. Ist ja nur ein virtueller. Ein virtueller Charakter. Oder Mensch. Oh. Ey, die Waffe braucht viel zu lange. Das war auch der letzte Schuss. Oh, eine tiefe Tarnung. Braucht bloß Muni. Irgendwas. Eine coole Waffe oder sonstiges. Ach man. Oh. Mann, ey. Nadelwerfer ist jetzt nicht unbedingt so doll. So, auch wenn er die Feinde hier verfolgt, aber trotzdem. Sieht man eigentlich hier nicht, wie lange die aktive Tarnung hält? Ist auch doof. Ja, jetzt nehmen wir einfach so eine scheiß Pistole hin. Die verfolgt auch so einen, das ist auch ganz praktisch. Das hat sogar in den späteren Teilen, ich weiß nicht mehr welchen, aber auf jeden Fall bei Halo 3 spätestens. Da verfolgt das dann auch die Fahrzeuge, das ist dann natürlich sehr gut gegen so kleine Fahrzeuge, die sehr schnell sind. Sogenannten Ghosts. Werden wir auch hier noch oben von sehen. Da. Immer auf den Radar gucken hier. Ach, da. Das ist ein komisch so. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Vielleicht kann ich diese Tür irgendwie öffnen. Geht nicht. Ich soll jetzt ganz alleine vorrücken und die Soldaten bleiben da stehen. Warum? Weshalb? Okay. Haben einfach keinen Bock. Oh, Medipitch. Wo? Da! Aber das Rennen vermisse ich auch. Aber das kam auch erst bei Halo 4. Warum auch immer. Rennen ist wirklich furchtbar eigentlich, dass das hier nicht gibt. Und fast jedes andere Spiel hat ja so eine kleine Rennfunktion wenigstens, dass man ein bisschen schneller laufen kann. Halo aber sehr lange nicht. Oder nee, es kam sogar schon früher bei. Bei Reach kam es ja schon. Na nee, das war da als Fähigkeit, glaube ich. Genau, ich glaube, da gab es das nur als Fähigkeit. Aber dass du eben richtig rennen kannst, einfach Taste drücken. Da den Stick reindrücken und dann konntest du losrennen. Granaten haben wir doch wieder so viele. Schön an der. Cortana, kannst du bitte ein bisschen lauter reden? Das ist ja wirklich schlimm. Also wenn ich baller, dann verstehe ich sie gar nicht. Oh shit. Ein kleiner Bell. Fällt mir früh auf. Hm. Und viel gibt's hier da bestimmt.
Medipatchen. Und hier haben wir eigentlich. Oh ne, gerade wird zu viel. Oh Schild, echt gar nicht so viel. Was ist der Doppelscheiße hier? Ach, da unten sind sie. Ist hier irgendwas? Warum sollten die Allianz hier. Oh. So ein Medipatchen überhaupt hier haben? Shit! Ist überhaupt kein. Komm! Hau die Jungen! Ja. Einfach wie ein Klitschko rennen und. Weg sind sie. Super. Nein! Ah, ist er abgehauen. Stimmt, im ersten Teil darf man nicht so nah dran bleiben an die. Die Explosion ist wirklich extrem hoch hier. Und dann geht man sehr schnell drauf. Was eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Da kannst du dann eigentlich anlaufen und einfach noch mal. Ah, oh, schon wieder keine Munition. Shit! Ich sollte auch die Pistole auswechseln. Das ist auch so ein bisschen schade. Oder eigentlich auch wiederum cool. Die Allianz hat nicht so wirklich Nachladeprobleme. Dass wir aber eben zu Batterien haben sie oder eben Energiekerne. Und dadurch. Ah, Stummi. Was liegt hier ein Stummi? Granaten haben wir auch wieder viel. Und wenn dann natürlich die Waffe leer ist. Das ist immer das Problem mit so Energiekerne, die dann nicht nachladen müssen, aber kann man nicht einfach so austauschen, muss man komplett die ganze Waffe aussaugen. Also die Allianz nicht unbedingt umweltfreundlicher. Dann einfach Waffe leer, Waffe weg. Einfach mit seinem Wegwerf-Handy. Aber machen wir erstmal das Tor auf, dann könnt ihr mal helfen. Da sind sie. Faulen Leute. Ne? Shit. Oder? Oh, ist so schön, dass ich gesprungen. Das ist wunderbar. So gefällt's mir. Hä? Joker hier unterwegs? Von Batman? Wieder hin gelacht hat. Nee, rote ist immer falsch. Oh. Siehst du ihn? Zeigt mir an. Machen wir, dass wir weiterkommen. Okay, Ruhe dann. Schreien Sie, wenn Sie etwas sehen. Okay. Jetzt schreit dann schon. Hier ist kein Schwein. Darf ich falsch? Wie, ich bin jetzt wieder in den Raum. Ach, ich hab's gewusst. Hätte ich da vorhin auch schon durchlaufen können. Oh, Leute, nicht im Weg stehen hier. Ach, dann hätte ich nochmal hier so von anderer Seite. Hä? Kommen können? Das verstehe ich gar nicht. Die haben mir doch eben gerade angezeigt, ich soll da rein. Oder täusche ich mich? Hm. Da laufen wir ja nur wieder zurück. Also, manchmal ist das wirklich nicht so übersichtlich hier. Ich weiß nicht mehr in welchen, aber könnte bei Halo 3 erst sein auch. Hier sieht es doch vielleicht richtig aus. Da könnte man dann wenigstens mit das Steuerkreuz irgendwie nach oben oder nach unten, ist ja egal, drücken und dann wurde wenigstens immer so ein Pfeilpunkt angezeigt. Das ist. Was mich wirklich auch bei Halo 1 gestört hat. Ich glaube, das ging bei Halo 2 nämlich schon. Da war es nämlich so gewesen und bei Halo 1 dann nicht und das ist ja wirklich sehr nervig. Jetzt bin ich echt zum Anfang wieder. Hey, wie kann ich denn von da? Alter, ich bin da rein. Ach so, ja, stimmt, von oben gekommen. Hä?
da, aber ich kam von da. Muss ich ja doch hier lang. Gut. Also eigentlich... ist mein Orientierungssinn eigentlich ganz in Ordnung gewesen im Spiel. Aber hier und gerade nicht. Hä? Sieht nicht gut aus, Jungs. Alles klar, Sir. Ne, wenn nicht, weg bin. Okay, Ruhe bewahren. Schreien Sie, wenn Sie etwas sehen. Achso. Stimmt. Sollte ja schreien, wenn ich was sehe. Sehe was! Und dennoch sind sie nicht hier. Jawohl, sehr schön. Ah, das gefällt mir. Gut. Könnte überall sein. Jojo. So kleine Attentate auch von hinten gibt es leider auch erst seit Reach. Bei Reach, wenn ich mich auch nicht täusche, das war das letzte Projekt gewesen von Bungie, allerdings auch schon mit der neu gegründeten Firma, die extra sich nur um Halo kümmert. Also so, dass sie wirklich recht über ganz flüssig rüber geht. Die eine Firma übernimmt das jetzt, die andere alte Firma macht noch zum letzten Mal einen Teil mit. Ja, ist ja bei Gears, das ist ja auch so. Auch sehr tolles Spiel, finde ich. Also ein sehr guter Deckungsshooter. Und finde auch Story nicht so. Story ist ja da nicht wirklich toll oder so. Finde ich ehrlich schon nicht so schlecht. Natürlich hätte keine neu geschriebene Story oder so, aber trotzdem geht es auch vor. Macht irgendwie Laune. Na. Ihr seht ja so viele. Da oben, ne? Physikalisch? Scheiße! Oh. Shit. Wo denn? Ich muss da nach oben. Definitiv. Aber wo? Oh. Oh. Nee, komm runter. Ich hab gar nichts verstanden. Sprich lauter Mädel, Mensch. Oh, Mensch. Ich versuche ja immer die K.O. zu machen. Das ist nicht immer den zu tun. Das ist ja zum Glück auch nur auf normal. Wie gesagt, für erfahrene Spieler ist das dann immer ein bisschen einfacher, glaube ich. Wie in jedem Spiel. Mit bisschen Übung geht immer alle. Ach, da. Jetzt ist die Tür. Oh, scheiße, schon wieder Jäger. Fahren sogar noch freundlicherweise. Nein! Oh, was? Ach, die Granate, stimmt, die prallen ab in ihre Schilder. Ja, wir öffnen. Ah.
sind doch nicht doof. Da vorne stehen sogar. Einfach stehen. Da hat man schon gesehen, das orange Blut. Die gehen aber wirklich viel zu einfach. Also die Jäger sind eigentlich wirklich immer sehr, sehr nervig, weil sie einfach viel aushalten und wirklich die Schwachstelle eigentlich nur hinten ist. Und das sind sie. Nicht so gut gepanzert. Vielleicht hilft auch einfach nur umherzückeln. Lieber so ein kleiner Dart Souls. Das hilft ja wirklich. Sehr schön. Die Tür ist offen. Alle müssen durch. Ich kann nicht versprechen, dass sie wieder aufgeht, wenn sie erst wieder zu ist. Ja. Habt ihr gehört, Leute, ja? Also nicht zurückbleiben diesmal. Muni. Achso. Wir haben ja keine Leute mehr. Aber die bringen auch nicht wirklich was. Also das eigentlich nicht erlebt, dass sie wirklich sehr großartige Hilfe sind. Beim Fahrzeug mit, wo ein Schütz drauf ist, Water. Oh, das ist ja unmöglich. Das ist wirklich sehr sinnvoll, aber ansonsten sind die leider nicht im Spiel so viel. Das stimmt gar nicht. Ich werde Verstärkung anfordern. Es wäre sinnlos, mit weniger als voller Stärke da reinzugehen. Cortana an V-Hammer. Wir brauchen mehr Unterstützung. Wir werden das Hangartor wieder öffnen. Rücken Sie vor und senden Sie auf mein Signal den Reservetruppen ab. Verstanden, Cortana. Ich komme hier als neun. Warte auf Ihr Signal. Ja, wir brauchen Verstärkung. Tja, eigentlich, wie gesagt, die sind wirklich nicht unbedingt. Ich will ich auch weitergehen. Ich hab doch das Richtige hier gesehen auf dem Radar. Da sind wieder welche gekommen. Schön, wie er da rumläuft. Und hier sehe ich immer fliegende Teile hier und denke, das sind getarnte Eliten. Mal schauen. Ich gehe jetzt einfach mal weiter ohne Verstärkung. Ich bin ja sowieso wieder bei drauf. Aber soll ich unbedingt hier Verstärkung können? Für die Muni könnte ich gebrauchen, fand ich. Kugelfutter für die Allianz. Kugelfutter für mich schon wieder. Wäre doch praktisch. Ja, dann holen wir sie doch gleich. So, jetzt holen wir die erstmal. Ist ja nicht so weit. Und? Cortana an Echo 419. Hangartor ist offen. Beginnen Sie Anflug. Roger, Echo 419 im Anflug. Okay, alleine wenn der Musik. Muss man nicht machen. Die ist wirklich so fantastisch. Ich habe jetzt leider nicht den Komponisten im Kopf. Bevor ich schon was Falsches sage, irgendwas mit Conny oder so, deswegen. Bevor ich das richtig falsch sage, sage ich lieber das gar nicht. Aber habe ich hier oben auch sogar eine CD geholt. Also den Flex. Eigentlich ist vielleicht aber die Stärke, wa? Dadurch braucht sie auch länger. Die haben noch alle überlebt.
Ich wusste, dass einer an Bord war. Wie viele haben wir denn? 1, 2, 3. Oh ja. Guter Schuss. 5? 4? 5. Klar. Verdammt, er ist weg. Hätte ich aber noch durcheinander gelaufen sein. Ey. So. Ja, komm mit in die Insel. Scheiße, ich bin gelandet. Oh, die haben sie. Ey, lauf doch einfach nicht so weit dahin. Ach, jetzt tötet echt der Elite hier schon fast alle wieder. Ja. Ja, jetzt wollte ich endlich testen, ob die wirklich stärker ist. Alle fünf noch da? Jo. Oh, ist der Johnson? Der sieht halt so aus. Das ist er. Da hinten Grafik ist er. Dem ist er richtig schwarz gewesen. Da hätten wir es wahrscheinlich doch auch machen müssen, weil wenn der Johnson sogar hier ist, unser Sergeant. Wollte auch mal ein bisschen die Musik hier einwirken lassen, die kenne ich auch so gar nicht. Also, kenne schon mal gehört, aber ist so eine bekannte Musik. Ja, schön am Fuß. Bewegen wir uns schon. Oh, Elite mit Schwer. Der bringt auch dann wieder alle meine Leute um. Also auf den muss man aufpassen. Der ist da unnötig. Ah, oh, scheiße, Leute. Könnt ihr nicht einfach schon ballern? So, Elite. Schwert. Oh. Gut, man kann nicht immer vorrennen. So, ihr geht hier durch. Und los. Geronimo. Sehr schön. Ich glaube, hier kann man dieses Schwert nicht aufheben. Das Lichtschwert. Die dürfen die ja nicht so nennen. Aber eben. Partikelschwert heißt das. Auch sehr cool. Wieso kann ich denn nicht. Oh, Alter, das hat mich aber fast hier. Umgebracht. Ich ist gut drauf, ja. Muni! Um Kanal. Ich dachte eben schon, was blinkt da rum, aber ist wieder sein Terminal. Nein, von hinten! Ich brauche unbedingt Medipack. Medipack, bitte. Wo sind wir lang? Da nicht. Da sieht's gut aus. Oh. Alter, wie lange die Granate braucht. Nee. Der hat mich angehaftet. Shit. Was ist er genau hier gespeichert? Medipack brauche ich trotzdem noch immer. Mensch. Beide synchron.
Wo er vor ihr in der Granate schmeißt. Ach Mann, und nichts gebracht. Klatsch, klatsch. Schön an die Wand. Wer steht denn hier? Lied. Hm? Ach, wen soll ich schicken? Nee, das waren ja zwei. Hm. Hier kann man sich auch verlaufen, zum Glück. Gehen nur gewisse Türen auf, sodass man sich nicht verlaufen kann. Und immer der Gegner Spur folgen. Ach, so weit weg. Da müssen wir hoch. Okay. Oh, das ist doch so eine Gefängniskamera. Wo sind denn meine Leute schon wieder? Dann müssen wir mal kurz warten, bis sie da sind vielleicht. Was? Scheiße! Ich dachte, die reden hier vielleicht mit unseren gefangenen Captain oder so. Die meinten uns anscheinend. Hallo? Und ich habe keine Granate. Ich habe keine Granate. Ah, der geht schnell runter, geht schnell. Oh. Nee, das Schwert verschwindet auch sofort. Schade. Ah, wir haben ja wieder keine so da. Herr Captain, ich hab sie gerettet. Dafür sind zwar 5000 andere gestorben. Das ist doch genau richtig gewesen, ne? Bestimmt unser Captain soll. Tante. Ich bin jetzt wieder von ab. Einer ist weg. Auto ihm ist ja zum Glück hier ein bisschen leicht an. Ist ja so bei jedes Konsolenspiel. Da ist er, oder? Nee. Ich wusste, dass einer an Bord. Hierher zu kommen war leichtsinnig. Sie beide sollten das besser wissen. Danke. Marines, Waffen laden und sichern. Marschbereitschaft herstellen. Ja, okay, Sir. Während die Allianz uns hier festgehalten hat, habe ich mitbekommen, wie sich die Wachen über die Ringwelt unterhalten haben. Sie nennen sie Halo. Einen Moment, Sir. Schalte mich in das Netz der Allianz ein. Laut der Daten in ihren Netzen ist der Ring von großer religiöser Bedeutung. Wenn ich das richtig verstehe, halten sie Halo für eine Waffe von unvorstellbarer Kraft. Dann ist es wahr. Sie haben dauernd gesagt, dass der, der über Halo herrscht, das Schicksal des Universums in den Händen hat. Jetzt verstehe ich. Ich habe zahlreiche Meldungen abgefangen, nach denen ein Team der Allianz nach einem Kontrollraum sucht. Ich dachte, sie seien auf der Suche nach der Brücke eines Kreuzers, den ich während der Schlacht über dem Ring beschädigt hatte. Aber sie sind auf der Suche nach der Zentrale von Halo. Das sind schlechte Nachrichten. Wenn Halo eine Waffe ist und die Allianz sie unter ihre Kontrolle bringt, werden sie mit ihr die Menschheit auslöschen. Chief, Cortana, ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Wir müssen vor der Allianz den Kontrollraum von Halo erreichen. Marines, gehen wir. Ja, Sir. Okay, Sir. Chief, Sie führen. Klappe halten und hinter mich, Sir. Hinter mich klingt irgendwie. Gut, dann machen wir das. Oh shit, welche Bühne habe ich? Ja. Da war aber noch einer. Der war Ablenkung. Ich hoffe, ich kann nicht. Der war ja noch Ablenkung. Schau, wie sie rennen. Sieht ihn irgendjemand? Mir entkommst du nicht. Ich bitte.
Verdammt, ich glaube, in diese Scheißzellen, da war ein Medipack bestimmt drin. Hundertprozentig. Jetzt habe ich bloß keine Lust, zurückzulaufen. Ach, mit den Enkeln, Hansel. Da komme ich schon weit. Der hat die Tür nur angeguckt. Der hat so auf uns gelauert. Hey, wenn die da rauskommen, dann baller ich euch ab. Findest du das nochmal abgeknallt zu werden und schießt auf eine Leiche? Also passiert sowieso bei Halo sehr oft, wenn eigentlich schon dein Spielcharakter gestorben ist, die schießen noch weiter. Mann, ich will immer diesen roten Knopf da oben drücken. Der soll mir nicht viel aushalten, zum Glück. Ich hab nur die Schwertspitze gesehen und dachte mir, das war's. Okay, da oben läuft jetzt einer. Komisch, dass man nicht Schwert sehen kann. Im zweiten ist es, glaube ich, auch nicht so. Ach, die Stirn auch nicht. Ach komm jetzt, du scheiß Captain, echt Captain. Hat sie noch nicht mal zu Ende geredet. Ohne den Captain, da können wir nicht mehr gewinnen. Dann ist Halo 1 schon vorbei. So, jetzt mal Konzentration hier. Stimmt, dann noch mehr nach vorne, echt. Du Sch. Verstanden, Cortana, Ende. Luftunterstützung ist abgeschnitten, Captain. Wir müssen hier aushalten, bis sie kommt. Oh Mann, wir sitzen in der Falle, oder? Wir sind geliefert, Mann! Reißen Sie sich zusammen, Sie sind ein Marine. Cortana, wenn Sie und der Chief uns in eines der Landungsschiffe der Allianz kriegen, kann ich uns hier rausfliegen. Ja, Captain. Da, ein Landungsschiff der Allianz, das noch angedockt ist. Da. Da. Oh, schön mit der Faust. Ich mit den Waffen. Zack. Immer dann mehr Pfanne. Leute, ich dass der Captain hier wieder stirbt. Das ist auch. Captain, der schön einfach im Kampf mal einfach durchrennt. Eigentlich ist sie. Folge sogar schon vorbei, sehe ich gerade auf dem Timer. Ich glaube sowieso danach ist es sowieso vorbei, wenn wir es hier geschafft haben. Kann man ja einfach mal laufen. Jetzt. Wunderbar. Yay! Yeah. Das Landungsschiff ist bereit. Okay, Leute, gehen wir an Bord. Brauche noch einen Moment, die Verbindung zur Schiffssteuerung herzustellen. Ach was, nicht nötig. Diesen Vogel fliege ich selbst. Captain, Jäger! Festhalten! Sehr nett, Sir. Zeit, ein paar Rechnungen zu begleiten. Und wie ich sage, ist wirklich das Ende, der schweigende Kartograf. Die Allianz glaubt, dass ihr schweigender Kartograf irgendwo unter der Insel ist.
Der Kartograph ist ein Kartenraum, der uns zum Kontrollzentrum von Halo führt. Auf der Insel sind mehrere Komplexe und Anlagen. In einem befindet sich der Kartenraum. Jo. Los, los, los! Aber das erst in der nächsten Folge, würde ich mal sagen. Ja, die stimmen schon mal alle schön vor. Und jetzt sind wir schön am Strand. Ist sowieso ganz komisch, warum eine Waffe wie ein Planet gebaut ist. Aber das finden wir vielleicht noch alles heraus. Aber erst beim nächsten Mal. Ich bin interessiert, wenn da alle da vorne stehen. Jo, na denn. Rinjauen.